Das Tool ist erstmal unsichtbar, das existiert nicht wirklich, das sieht man nirgendwo. Damit man was sehen kann, drückt man hier in dem Tool nochmal auf Plus und fügt zum Beispiel einen Part hinzu. So, jetzt ist dieses Part schon das Tool. Wir müssen den jetzt noch umbenennen, indem ihr den anklickt. Ihr könnt entweder hierauf gedrückt halten, dann kann man den umbenennen in Handle. Oder man guckt hier unten in den Item Properties. Man hat ja mal das Properties-Fenster. Wenn ihr das nicht sehen solltet, müsst ihr hier oben auf View gehen. Und ganz links ist hier die Properties. Ganz links sind Properties und Explorer, weil das so die wichtigsten Sachen sind, sind die ganz links und ganz groß. Wenn ich die ausmache, sind die Properties nicht da. Wenn ich die anmache, sind sie wieder da. Und hier steht auch immer der Name. Und hier könnt ihr auch den Namen von dem Tool bearbeiten. Und Parent bedeutet immer Eltern. Parent muss auch auf Tool sein. Wenn ich zum Beispiel den Handle hier aus dem Tool rausnehme und zum Beispiel einfach hier reinpacke in den Workspace, dann ist Parent Workspace. Aber ich will ja, dass es im Tool drin ist. So, und das ist eigentlich schon alles. Das Ding ist, wie wir wissen, wenn man ein Part hinzufügt, nicht geankert. Das ist auch wichtig. Es darf nicht geankert sein, sonst funktioniert es nicht. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play hier. Dann bin ich hier und ich kann jetzt über diesen Part rüberlaufen und das ist jetzt mein Tool. Ich halte das jetzt in der Hand und ihr seht, das sieht ziemlich komisch aus. So sollte es eigentlich nicht gehen, aber so geht es tatsächlich. Ja, jetzt haben wir schon mal unser eigenes Tool. Das kann gar nichts. Das ist kein Script drin. Man kann damit überhaupt nichts machen, aber wir haben es.